Ich grüße euch ganz, ganz lieb aus unserem so wundervollen Zusammensein. Heute mit meinem lieben Wegbegleiter Lars Muhl und meiner Wegbegleiterin Nalea Landmann. Und wir kommen heute zusammen, um ja, das Event, den neuen Heilworkshop von Lars und Nalea in Heidelberg im Mai zu besprechen. Und es ist so eine wunderschöne Energie und ich freue mich und sowieso freue ich mich so sehr, euch dann auch wirklich mal wieder in die Arme schließen zu dürfen. So ganz in live in Heidelberg, da waren wir schon ein paar Mal. Wir waren auch schon in Weinheim in der Ulmer Kapelle. Und doch kommen wir jetzt zusammen für einen wunderschönen Heilworkshop. Und was mich ganz besonders wieder berührt, ihr wisst, die alte Bücherwurm. Und ich lese so gern alle Bücher von Lars. Das neue Buch auf Deutsch von Lars, übersetzt von Alea. Und dieses Buch habe ich wieder innerhalb eines Tages verschlungen, aufgesaugt. Und wie immer spricht das Buch zu mir. Ich bin eingetaucht in die Welt 2000 Jahre zurück. Ich habe aufgesogen, jedes einzelne Wort, und ich habe das Buch inzwischen dreimal gelesen. Und ich bin einfach ein Bücherwurm. Und so freue ich mich, dass auch das Buch unter anderem eine Grundlage sein wird für Heidelberg, für den Workshop, aber ich möchte es euch natürlich auch so gern ans Herz legen. Tja, und so sind wir jetzt heute zusammen. Und liebe Nalea, ich danke dir wieder für die Einladung. Lieber Lars, I'm very, very happy to see you in Heidelberg. Very happy that our ways crossed with your books. A lot of books I read of you. And now we have it in the German version. Thank you very much. Thank you, vielen Dank. Ja. Das neue Buch. Nalea, du bist ja ganz tief eingetaucht in dieses Buch, da du es hast übersetzen dürfen mit deinem zauberhaften Wesen, mit deiner Seele. Und ich denke, wenn ich spreche, ich habe jedes Wort aufgesaugt, dann ist es nur sehr oberflächlich, weil ich weiß, du hast es wirklich absolut durchfühlt und nochmal durchlebt. Wie war denn deine Reise? Ah, so durch das Buch hindurch. Magst du uns da noch ein bisschen mitnehmen? Ja, also es war wirklich eine Reise, das stimmt. Hat ja angefangen dadurch, dass wir auch es zusammen editiert hatten. Und aber als es dann tatsächlich in den Prozess der Übersetzung ging, habe ich gemerkt, im Gegensatz zur Gottesformel ist es ja ein Buch, was eine ganz andere Ebene verlangt. Weil da so viele Downloads währenddessen passieren. Und so habe ich glaube, Lars, I called you like 3 times a day or something like that, always questioning. Ich habe ihn, glaube ich, dreimal am Tag oder so angerufen, habe ihm immer irgendwelche Fragen gestellt. Meinst du das wirklich so? Meinst du das wirklich so? Three days, it 3 times a day. I don't think that will do. Three times a day. Und ich hab mich wirklich zurückgezogen in eine Einsiedelei und habe das mit mir getragen, habe das jeden Satz wirklich wie so eine Musik irgendwie gespürt. Und ja, es war ein ganz, ganz schönes Erlebnis. Ja. Und wenn man jetzt auch davon spricht, die Welt der Antworten, den Rückzug, ich habe gestern wieder so eine wunderschöne Botschaft von Maria Magdalena empfangen, in den Rückzug zu gehen und ja, dass Bücher zu uns sprechen und Bücher eine Meditation sind und wieder uns in ein Innehalten ja auch bringen. Da, ja, die Welt der Antworten. Ja, sie ist in diesem Buch.
wenn man sich hinein vertieft und man geht für Seite von Seite und man fühlt und man spürt und die Wörter sind da und wir gehen 2000 Jahre zurück, was Lars damals schon aufgeschrieben hat, als Schreiber der Essener. Ich weiß nicht, wie oft du das Buch von Enoch übersetzt und geschrieben hast, also anscheinend öfters, dann taucht man wieder ein in diese Welten. Und das ist ja schon immer das gewesen, dass mich die Bücher von Lars immer so tief berührt haben, dass ich sie fühle. Ja, ich tauche So, in die. Bea was saying that she feels like the world of answers is. Sorry? You don't have to translate it. I understood it. But I'm sorry. yeah, I think that you should just, if there's any questions, you can answer them. You know the work as good as much as I do. It would be much easier for the German audience also, that we don't have to do this. You just go on. Okay. Es ist einfach ein Buch, wo man liest es nicht nur einmal, sondern man liest es mehrmals. Und man entdeckt immer wieder etwas Neues darin. Und die Welt der Antworten ist in uns. Und wir haben alles in unserem Herzen. Es ist alles da. Und wir Menschen, wir mögen es gerade zu dieser Zeit doch so sehr, uns das Drama des Lebens im Außen noch einmal zu kreieren. Und noch einmal zu kreieren. Und wenn das nicht reicht, vielleicht noch einmal zu kreieren. Und genau dieses Buch und die Worte von Lars und von dir, Nalea, die zeigen uns immer wieder auf, nein, bleib einfach bei dir, bleib in deiner Welt, in deiner inneren Welt. Und das sind alle Antworten vorhanden, in unserem Herzen zu sein. Ja, Diese und vielleicht als Hilfe. Also das eine ist halt das Wissen, dass es so etwas gibt wie eine Welt der Antworten und dass wir diese in uns tragen. Die weitere Frage wäre ja aber, wie komme ich dahin, und wie kann mir das helfen im Alltag? Und das ist zum einen genau das, wovon du sprachst, also Rückzug. Rückzug ins Herz ist ja auch ein Begriff, der klingt erstmal sehr, sehr schön, aber was ist denn das? Für mich ist es halt ein konstantes Bewusstsein darüber, dass ich eine Wahl habe, wie ich reagiere, wenn es denn immer so ist, wie gesagt wird, wir sind Liebe. Sich zu fragen, was würde die Liebe jetzt tun in jeder Situation im Alltag? Und das sich zurückziehen, einmal täglich, dreimal täglich, was auch immer jemand braucht. Und nur einmal kurz die Augen zu schließen, die Hände zu öffnen, das Pulsieren, das Einströmen und Ausströmen zu spüren, die Hände aufs Herz zu legen, sich selbst in eine Art von Verbindung zu bringen, ganz einfach. Ohne noch, ich liebe Blumen und Kerzen, wie man sieht, aber im Supermarkt, auf der Einkaufsstraße, wie auch immer, wirklich einmal kurz innehalten. Das ist das für mich, was Spiritualität oder geistigen Zugang überhaupt sinnvoll macht, weil wenn ich, wie Lars oft sagt, wenn es nicht im Supermarkt funktioniert, also wie sollte es sonst irgendwo funktionieren? Ja, also die Welt der So schön. Antworten zu leben. Ja, dieses Hände aufs Herz, das, ich weiß gar nicht, wie oft ich das am Tag mache, bewusst wie unbewusst. Oder auch gestern bei Maria Magdalenas Botschaft, ja, haltet inne. Und dieses Innehalten ist wirklich, sich die Hände aufs Herz zu legen und sich jeden Tag und jeden Augenblick immer wieder herauszunehmen. Und ich finde es so schön, wie du auch sagst. Im Supermarkt, beim Autofahren, an der Ampel, überall. Es geht in jedem Moment. Das ist heute unsere gelebte Spiritualität, zu sagen, wo bin ich in mir, in meiner lichtvollen geistigen Welt in diesem Moment? Und Es hilft für mich einfach zusammenzukommen, also mit Menschen zusammen zu sein,
auf die man sich freut, mit denen man eine Beziehung empfindet, die nährend ist. Weil also ich empfinde schon, dass je achtsamer wir werden, desto schneller merken wir, was nährend und was zehrend ist sozusagen in unserem Leben. Und aber gerade jetzt in dieser Zeit ist es ja so wichtig, wirklich in diese Hingabe der, also der eigenen Erfahrung, aber auch des Ausstrahlens unserer Kraft zu gehen. Das ist, dass man nicht sagt, oh ja, das zehrt mich, deswegen gehe ich da nicht hin. Oder die ist sowieso. Und deswegen, ne, also es gibt, für mich ist es so, dieses, das habe ich schon als Kind gehabt, dieses Gefühl von, gieße nicht einen vertrockneten Baum. Das stimmt einfach nicht. Wieso ist, wir sind immer, immer währende Liebe, allmächtige Kraft, allwissende Intelligenz. Ich meine, hallo, wie sollte es einen vertrockneten Baum geben? Und dieses, das meine ich halt, was jetzt auch so mit Pole Shifts und so, all sowas, worum es hier so geht, gerade, dann frage ich mich, also es geht doch nicht darum, einen zu lieben und den anderen nicht, wenn wir Liebe sind. Also wieso sollte ich meinen Fokus auf etwas lenken und auf etwas anderes nicht? Nicht. Ja. Und Maria Magdalena hat ja auch gestern gesagt, den Fokus zu halten ist hier innehalten. Und dann wieder aus diesem Innehalten wieder vorwärts zu schreiten. Und wenn wir ja trennen, dann sind wir ja bewertend unterwegs. Dann ist der eine so und der andere ist so. Dann bin ich hier in Liebe, dann bin ich doch nicht in Liebe. Und dann spüren wir ja gerade was auch, oder wir sehen, was die Außenwelt uns zeigt, ja, zurzeit. Lars, how would you define the world of answers? The world of answers is when we bypass the intellect, when we are taking that step out in the void, with leaving our comfort zone, leaving our urge for control. Wir also dem Intellekt umgehen oder beiseite lassen, wenn wir genau hineintreten oder in etwas, was wir noch nicht kennen, in eine Art von Leere und alle Kontrolle loslassen. In my own work with the seer, at one point he when we were standing on the holy mountain of Montségur, he asked me to come to the edge. In meiner eigenen Arbeit mit dem Seher habe ich mal etwas erlebt, dass wir auf dem Heiligen Berg von Montségur standen und er hat mich gebeten, direkt an den Rand des Berges, an den Bergrand zu gehen. And to close my eyes and take a step out in the void, so to speak. Und meine Augen zu schließen und einen Schritt hinauszutreten, sozusagen in die Leere, To in das it Nirvana. is to really, when we are asked to have faith in something that is not bound up on our ego or our little self or our personality, Da where geht what es darum, dass wir Vertrauen haben, etwas zu erfahren, was nicht gebunden ist an unsere Persönlichkeit oder unser Ego. We want to be loved. We want to be cherished. We want to be this. We want to be that. Wir wollen geliebt sein, Yeah. wir wollen bewundert werden, wir wollen dies oder jenes. And we are always a lot of times seeking other people's applause or other people's what do you call it? So we feel that we are good enough and that we are accepted. Wir möchten gerne den Applaus oder vielleicht auch Permission, maybe other people's permission, vielleicht den Applaus oder die Erlaubnis von anderen Menschen haben, dass wir gut genug sind und dass wir ja gut sind, so wie wir sind. But if we know who we are, we don't need that. You know, we can stand in ourself and we don't want that applause. We don't do things because we want to be cherished or anything. We know who we are. So when we are doing spiritual work, healing, and so forth, it should be as natural as any other thing we do.
It Aber is wenn just wir a gesture. wirklich wissen, wer wir sind, dann brauchen wir keinen Applaus oder wir brauchen keine Unterstützung von irgendjemand auf der Ebene. Wenn wir dann spirituelle Arbeit machen oder wie auch immer sich das dann zeigt, dann können wir einfach das machen und so sein, wie wir wirklich sind. So it means that we are free. It's a whole new freedom when we Das can. bedeutet halt, dass wir frei sind, dass wir eine total neue Freiheit erleben. So we can let all that go. Und dann können wir all das, also die ganzen Persönlichkeitsebenen, loslassen. Yeah. And then I think a whole new thing opens up, you know, the Und dann possibility to reach our real potential. denke ich, dann kann sich einfach etwas ganz Neues öffnen. Und durch diese Öffnung erreichen wir halt unser wirkliches Potenzial. Remember, we are already enlightened. Now we have to really accept that and take responsibility for it. Erinnert euch, wir sind bereits erleuchtet. Jetzt müssen wir es halt wirklich akzeptieren und dementsprechend handeln. So the world of answers is on the other side of that void. It is to start to accept the generosity of answers that comes towards us that we can read in the Book of Life. Also die Welt der Antwort oder Antworten, die beginnt hinter dieser Leere, wo wir diese Fülle oder Generosität empfinden, die da ist und die sich auf uns zubewegt, ganz egal, worum es geht. I feel all the energy, the love, the being for Heidelberg is right here in the room. The grace, the passion, all around. For me, it's now. Can we start now? Can we start now? And wonderful. And I really can't wait to see you. Life Yeah, we look again. forward to that. Yes, thank you. Thank you.